heute spiele ich mal den Custom PC Tycoon und baue mir einen krassen OP-PC zusammen. So, ich claime mir jetzt hier erstmal meine Hütte und ich habe 17 Millionen Cash, weil ich ein bisschen AFK gefarmt habe. Das heißt, ich kann mir jetzt das letzte Podium holen, ich kann mir Storage holen und was ich jetzt auch machen kann, ich kann mir ein neues Building holen. Und das kostet mich 20 Millionen Cash. Okay, das ist auch sehr, sehr teuer. 20 Millionen Cash. Ich glaube, davor sollte ich mir einen neuen PC holen. Das heißt, wir gehen jetzt hier zum Electronics Store und wir holen uns einen neuen PC. Was wir auch machen können, weil wir sind heute in Gönnerlaune, denke ich. Ich denke, wir holen uns jetzt erstmal einen VIP Game Pass plus einen Premium Game Pass. Oder hier Premium Game Pass, 250 Robux kostet mich der. Und dann nochmal VIP Game Pass, 75 Robux. Weiß gar nicht, ob ich den brauche, aber holen wir uns die beiden direkt. Und jetzt können wir uns hier krasse Sachen holen. Oh, ich bin so viel schneller unterwegs, das ist so schön. So, ich kann mir hier für Cash neues Zeug holen. Wie teuer ist denn das ganze Zeug? Oh, das ist sogar ganz okay teuer. Bauen wir uns einfach mal einen PC aus diesen ganzen Teilen. Das ist 1 TB RGB, von dem brauchen wir 2, 3 Stück. Holen wir uns da, weil wir sehen bei dem Mainboard, ich habe da 3 Slots, hoffe ich. Dann haben wir Titans, eine CPU, wir brauchen nur eine CPU. Kaufen wir uns davon einen super cooler. Wir holen uns einen Supply, brauchen wir auch nur einen. RAM brauchen wir natürlich 4 Sticks für jeden guten PC, 64 GB RAM. Wir brauchen ein Case, machen wir das. Eine Grafikkarte, denke ich, wird da drauf passen. Das sind eigentlich 3 Slots, aber ich glaube, es wird nur eine passen. Wir können eine zweite noch kaufen. Und Lüfter holen wir uns einfach mal 5 Stück, würde ich sagen. Dann haben wir jetzt hier schon mal gut eingekauft. Machen wir einen neuen PC. Enden wir hier erstmal ein paar Items. Und hier den Diamond Z rein. Wie machen wir unseren PC? In welcher Farbe? Machen wir weiß-blau heute mal. Ja, machen wir einen weiß-blauen PC. Ich glaube, davon habe ich noch gar keinen gemacht. Hier Primary Weiß und das hier. Okay, das ist ein hässliches Blau. Das Blau hier. Oh, ich habe jetzt auch die Premium Colors. Ich habe so viele Farben hier. Power Supply. Wir nehmen Silber. Das ist auch weiß und blaue Lüfter hier. Dann hier CPU. Ein CPU-Titan. Weiß und blau. Ganz normal. Wir brauchen beim Case noch das schöne Blau hier. Oh, das ist falsche. Hier weiß und blau. Das Blau hier brauchen wir. Dann RAM. Kommen jetzt ein bisschen RGB-RAM rein. Hier ein bisschen Trident C. So sieht er zumindest aus. Sehr schön. Haben wir hier Sticks davon reingepackt. Dann Memory. Können wir, glaube ich, 3 Sticks oder wie viel können wir da reinpacken? Ich glaube, nein, es sind nur 2 Sticks. Oh, ich habe mich verschaut. Egal. Dann haben wir 2 Memory Sticks drin. Packen eine von den Grafikkarten rein. Können wir eine zweite? Nein, wir können keine zweite. Da ist aber, hat aber noch eine zweite Platz. Warum kann ich keine zweite Grafikkarte reinstecken? Ich verstehe es nicht. Okay, jetzt aber Fans. Von den Hurricane-Fans einige da rein. Kann ich die auch noch anpassen von der Farbe? Ja, weiß und blau. Natürlich. Alle müssen weiß und blau werden. Ich glaube, dann sollten wir aber auch schon fast alles haben. Ich glaube. So, sind wir dann. Der PC kostet mich 847.000. Das ist ganz okay. Und ich nenne ihn einfach mal Diamond-PC, weil er nur auf Diamond-Komponenten besteht. Und jetzt können wir den ausstellen hier. Diamond PC. Place on Podium. 900.000. Und da steht er. Unser guter PC hier. Der sieht schon krass aus, finde ich. Und wir haben jetzt schon 18 Millionen Cash. Wir bekommen jetzt hoffentlich pro Tick ein bisschen mehr. Dann können wir uns gleich ein neues Building holen für 20 Millionen. Und ich habe so viel in meinem Storage, was ich alles nicht brauche. Was für Zeug habe ich denn in meinem Storage? Oh, Honeycomb-Ding. Ja, wir ballern jetzt einfach alles rein, was ich nicht mehr brauche hier. Keine Ahnung, was das sein soll. PC. Guter Name, würde ich sagen. Und den stellen wir jetzt auch aus. Wie zum Beispiel den hier können wir jetzt verkaufen einfach, weil den braucht ja Real Talk niemand. Den RAM-PC packen wir auch weg. Das ist ein krasser PC. Banger-PC können wir auch verkaufen, würde ich sagen. 182.000 hat der. Bruder. Aber hier haben wir jetzt keine Ahnung, was das sein soll. Aufs Podium. Und jetzt haben wir schon 19,48 Millionen an Cash. So, wir haben 20 Millionen Cash. Das heißt, wir kaufen uns einen neuen Best Building. Und oh mein Gott, wir können jetzt auch ATMs usen. Aber schau ich das an. Das ist jetzt mein Store. Ich kann jetzt hier Storage nochmal für 2000 Gold upgraden, okay. Floor für 10.000 Gold und ich kann jetzt Gold, glaube ich, benutzen. Und Convert Cash. Kann ich hier Cash in Gold umconverten? Oh mein Gott, das ist teuer. Das ist echt teuer, Bruder. Das habe ich nicht erwartet, dass das so teuer ist. Ja, wir müssen uns ein paar mehr krasse PCs holen. So, lass uns zum Store gehen. Hier, wir brauchen jetzt beim Store gutes Zeug, genau. Diese ganzen Kühler und so brauchen wir. Das heißt, wir kaufen nochmal von allem eins einfach. Weil wir brauchen, oder kaufen wir uns 2 PCs direkt davon. Wir kaufen uns 2 Mainboards. Wir brauchen von dem Stück dann 4. Von den CPUs brauchen wir 2 Supercoolers. Brauchen wir auch 2 Grafikkarten. Nein, das ist Netzteile. Brauchen wir auch 2 RGB. Brauchen wir 8 Stück direkt. Dann Cases, 2 Stücken. Von den Dingern 2 Stücken. Und von den Hurrikanen
Kaufen wir einfach mal 10. Ich denke, das passt so. Hier, dafür brauche ich Gold für die krassen Dinger. Oh, da hätte ich auch Bock für die VIP-Dinger. Schaut euch das an. Hier brauchen wir auch erstmal Gold für die neue RTX-Grafikkarte oder so. 30 Gold, um so eine Grafikkarte uns leisten zu können. Okay, gehen wir jetzt aber erstmal nach Hause und bauen einen neuen PC auf. Neuer PC, add item. Und wir haben einen Diamond Z. Und ich, interessiere mich jetzt einfach mal nicht dafür, welche Farben der hat. Der wird schon gut aussehen. Sicherlich. Das passt ja alles. Die ganzen Komponenten sind ja aufeinander abgestimmt. Das muss ja passen. So, Memory hier. 1 und 2 Stück drauf. Dann GPU. Packen wir eine Grafikkarte drauf. Fans bauen wir alle drauf, die wir haben. Ich weiß nicht, wie viele da drauf gehören. 4 Stück? 5 Stück? 6 Stück? 6 Stück können da drauf? Okay. Dann noch ein Cooler rein. Und jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Wir sind dann. Und das ist ein PC. Und den stellen wir jetzt auch auf. Cooler Tubers. Ich habe keine PCs für dich. Ich muss den jetzt hier erstmal placen, mein PC. Warte, warum ist der jetzt weniger wert als der andere? Muss ich da wirklich die farblich aufeinander abstimmen, dass sie mehr wert sind? Der kostet 900k und der kostet 830. Ich hätte gedacht, dass es... Muss ich die farblich aufeinander abstimmen? Das wäre ja schon ziemlich cringe. Das ist jetzt ein straight up weißer PC hier. Bin ein Freund von weißen PCs. Mein PC ist auch komplett weiß. Ich habe ein weißes... Okay, er ist nicht komplett weiß, aber... Meine ganze Belichtung ist weiß. Und das Gehäuse ist auch weiß. Ich mag das sehr, sehr gerne. Oh, ich kann sogar die RAMs anpassen von der Farbe her. Alles weiß machen, alles weiß machen. Das ist ein komplett weißer PC. Hier alles reinballern. So, jetzt die ganzen Fans hier rein. Die müssen natürlich auch alle weiß und weiß sein. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Cooler. Der ist auch noch weiß und weiß. Und jetzt sind wir dann. Und dieser PC ist einfach weiß. Saven wir das ab und jetzt stellen wir den aus. Und zwar haben wir noch genug Slots dafür. Also taken wir den zum Podium. Ah nein, den habe ich jetzt off getaked. Wir müssen alle natürlich aufs Podium stellen und closen wir das. Sehr schön. So, Convert Cash. Was können wir hier? Wir haben hier wieder weiteren ATM. Und wir sollten uns jetzt mal Gold holen gleich. Damit wir uns mit Gold neue PCs bauen. Ich glaube, aus Gold-PCs bekommen wir dann direkt Gold oder so. Aber Primary und Secondary musst du beide färben. Damit ist er mehr wert. Ja, das habe ich ja jetzt gemacht, oder? Das habe ich ja jetzt gemacht und jetzt ist mein weißer PC so viel mehr wert, weil ich alles gefärbt habe. Okay, ich muss wirklich färben. Aber das ist nervig, Bruder. Okay, jetzt habe ich 10 Millionen. Das heißt, wir haben jetzt 100 Gold bekommen. Sehr stark. Das heißt, wir kaufen nun jetzt neue Sachen. Neue Komponenten für Gold. Und zwar erstmal einen billigen PC. So, wir kaufen uns einen Case direkt mal für 10 Gold. Wir holen uns ein Motherboard für 12 Gold. Wir sind jetzt wieder arm, sozusagen. Da, aber es ist schon ein goldzertifiziertes Netzteil. Ein... Prozessor. Dann RAM. Wir wollen 4 RAM. Oh, ich kann mir keine 4 RAM-Slots holen, oder? Oh, lass uns mal auf 2 gehen und schauen, ob es sich ausgeht. Wir brauchen... Das ist alles so teuer. Lass uns einen von denen jetzt erstmal holen. Oh, ist das teuer. Und die Grafikkarte alleine kostet schon 30. Das kann ich mir nicht leisten. Und dann kann ich mir... Ja, okay, lass uns 3 Cooler holen. Und hier 15 Gold. Okay. Aber hier haben wir einen weiteren ATM. Das heißt, wir holen uns jetzt erstmal ein bisschen Gold wieder. Sehr schön. Wir haben jetzt 43 Gold. Das heißt, wir können uns davon ein Ding holen. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen am Money. Und dann können wir uns wenigstens noch eine Grafikkarte holen. Und dann haben wir einen fertigen PC. Natürlich funktioniert auch ein PC ohne Grafikkarte. Aber wer hat schon einen PC ohne Grafikkarte? Kein echter Gamer hat das. So, jetzt eine GeForce RTX. Und wir haben jetzt alles in Gold ausgegeben. Das heißt, wir teleportieren uns jetzt nach Hause und gehen wieder an unsere Werkbank und bauen einen PC zusammen. So, Sektor 2 RGB. Und der wird jetzt straight up pink, würde ich sagen. Der wird komplett pink. Dann bauen wir Magma-Ding hin. Alles pink machen. Alles pink. Das goldene Ding ist auch pink. Der Prozessor ist komplett pink. RAM haben wir nur 2 Sticks leider. Ich hätte gerne Bock auf mehr Sticks. Aber dürfen wir nicht. Einfach alles pink. Dann Memory. Haben wir diese 1 Terabyte Memory gekauft? Oh, wir können mittlerweile schon 1 Terabyte Memories kaufen. Das ist doch schon stabil. Wir haben jetzt mittlerweile schon einen halbwegs funktionierenden PC an der Stelle dann. Okay, hier 2. Der Cooler, bam und bam. Und der dritte Cooler, bam, der ist in Orange schon ziemlich hässlich. Aber jetzt noch mein Cooler hin. Vulcano RGB. Und mein PC ist 224 Gold worth. Das heißt, der ist jetzt pink. Wir haben alles drin, was wir drin haben können, gefühlt. Und den stellen wir jetzt aus. Hier, einfach aufs Podium stellen. Und jetzt machen wir nebenbei Gold, glaube ich. Wie viel Gold machen wir jetzt pro Tick? Wir haben gerade 8 Gold und jetzt haben wir 50 direkt. Das ist gut. Also wir müssen jetzt auf mehr von diesen PCs gehen. Das ist der Grind. So, wir gönnen uns jetzt hier erstmal ein bisschen Gold wieder. 90 Gold haben wir. Wir brauchen ein bisschen mehr, aber wir haben jetzt 130. Okay, das wird schon funktionieren, hoffe ich. Wir holen uns jetzt ein volles Equipment. Wir holen uns jetzt ein volles Equipment am PC. Hier, bam. Und der jetzt auch noch ein bisschen Gold. Alles mit Gold. Und jetzt können wir uns auch mehr als nur einen RAM oder 2 RAM-Slots holen. Wir holen uns jetzt 4 RAM-Slots. Ich gehe jetzt aufs große Ganze. Wir holen uns 2 Festplatten. Wir holen uns eine Grafikkarte. Davon geht, glaube ich, nicht mehr wie eins. So,
und Cooler holen wir uns. 8 Stück direkt. 8 Cooler. Die kommen zwar nicht alle da rein, aber mein Gott, wir holen uns von den Dingern noch 2. Und wir können eigentlich straight up schon auf Nonne PC gehen, ja. Lass uns Nonne RTX holen hier. Lass uns nochmal hier 4 Sticks holen. Lass uns nochmal hier 2 von denen holen. Wir bekommen jetzt so viel Geld, Leute. Wir bekommen gleich so viel Geld. 1 von denen, dann 1 von den Prozessoren. Dann hier nochmal ein Case und nochmal ein Mainboard. Sehr schön. Boah, so einen gelben Shop kannst du auch ab irgendeinem Punkt mal machen. Aber ich bin jetzt hier erstmal bei meinem blauen. Und wir machen den nächsten PC hier. Enden wir erstmal alles rein und wir machen den jetzt komplett schwarz. Das ist jetzt ein schwarzer PC. Wir müssen ja natürlich für Abwechslung sorgen. Und ich glaube, ich habe noch nie einen komplett schwarzen PC gebaut. Also, ab geht's. Ich denke aber auch, schwarze PCs sind die langweiligsten von allen. Aber trotzdem, er hat wenigstens ein paar weiße Akzente. Das ist doch gut. Besser als gar nichts. So, wir haben 4 RAM-Slots belegt. Jetzt kommen die Festplatten hin. Und wie viele können wir da? 2, glaube ich. Wenn wir mehr als 2 platzieren könnten, das wäre schon krass. So, noch, nein, nur 2. Okay, gut. Dann GPUs, 1 Stück. Boah, ich hoffe, wir könnten 2 platzieren. Das wäre so cool. Aber wir können nur eine platzieren, Mann. Aber Lüfter kommen einige hin, glaube ich. So, ein Lüfter Nummer 1, Lüfter Nummer 2, dann Lüfter Nummer 3 und noch ein Lüfter, oder? Lüfter Nummer 4 und der 5. Okay, 5. nicht. Aber cooler noch. Hier ein Cooler drauf. Und jetzt haben wir einen PC, der 288 Gold worth ist. Und der ist schwarz. Meine Namen sind so kreativ heute. Die sind so kreativ. Das heißt, wir stellen den jetzt aus. Und zwar, as name already used. Ich würde sagen, den verkaufen wir einfach mal. Und schwarz wird jetzt ausgestellt. Hier 294 im Gegensatz zu 229. Und jetzt machen wir einfach noch einen PC hier. Wir gehen nochmal hin, bauen noch einen neuen PC. Und der ist jetzt grün. Lass einen grün-blauen PC bauen, Leute. Habt ihr Bock auf einen grün-blauen PC? Wir machen jetzt den hässlichsten PC der Menschheit. Grün-blau ist es so hässlich. Ja, ich könnte mir fast nichts Hässliches vorstellen, aber es gibt sicher Leute, die da sowas mögen. So, hier grün-blau, grün-blau, grün-blau. So, es sieht so schlimm aus. Ich will mir den PC gar nicht anschauen. So, die ganzen Cooler müssen aber natürlich noch rauf. Und trotzdem ist der PC einiges wert. Das ist das Ding. Obwohl der so hässlich ist, ist der einiges wert. Sind wir mit dem fertig und ich nenne ihn jetzt einfach... Du solltest nicht existieren. Ich habe mich verschrieben, egal. Ja, dann heißt er doch nicht, du solltest nicht existieren. So, dann... Oh mein Gott, schau ich das an, er ist so hässlich. Packen wir... Das ist ein krasser PC weg und verkaufen den. Und placen wir den jetzt auf dem Podium. Schaut ihn euch an. Will jemand von euch diesen PC kaufen? Ich hoffe nicht, weil wenn, dann habt ihr keinen Geschmack. Dann habt ihr überhaupt keinen Geschmack, wenn ihr diesen PC kaufen wollt. So, aber jetzt lasst uns in den Shop gehen, Leute. Lasst uns in den Shop gehen und jetzt hier ein Case uns holen, von dem wir können uns jetzt besseren PC holen. Ein Mainboard für 180. Das hier einmal. Dann hier 375 kostet der Prozessor. Ich werde arm. Und RAM. Hier 4 Stück. Das waren 300 Tacken. Memory auch 2 davon. Oh mein Gott, das ist so teuer. Die Grafikkarte 450. Ich werde ausgenommen. Ich werde einfach ausgenommen. So, ich hole mir jetzt noch einen GPU hiervon. So, danke. Wir sind zurück. Wir bauen uns jetzt einen OP-PC. So, wir haben unser Laser i5-Ding. Und das ist jetzt ein Weiß mit roten Akzenten. Wir holen uns ein Motherboard. Ein UFO 9X. UFO 361. Power Supply. Haben wir Gold 1000 Watt zertifiziert. Dann Alienworks CPU. Weiß, rot natürlich. RAM haben wir jetzt auch grüne. Vielleicht soll ich einfach bei einem Grün bleiben. Das Grün passt ganz gut, aber naja, so ist es jetzt. So ist es jetzt. Wir haben jetzt rot. Doch kein Grün für dich. Und nochmal hier. 2x2 Terabyte. Oh, das ist krass. Wir haben schon 4 Terabyte in unserem PC. Ich habe auch noch in meinem PC eine 4 Terabyte Festplatte, die noch nicht angesteckt ist. Aber ich habe mittlerweile endlich die Kabel. Vielleicht stecke ich die in... so 2-3 Monaten mal an. Die habe ich seit einem Jahr eingebaut in meinem PC und noch nicht angesteckt, die Festplatte. Wir haben hier noch unsere Custom-Wasserkühlung. Bam. Und der ist weiß-rot, der PC. Und 4.350 Gold wert. Was? Okay. Wir können jetzt Diamond-PC oder nee, warum ist der so viel wert? Packen wir weg und verkaufen den. Und weiß-rot wird jetzt aufs Podium gestellt. Wir hatten davor einen 294er PC und jetzt haben wir einen 4437er PC. Wir bekommen jetzt so viel Gold. Schaut da drauf. Oh mein Gott, wir haben gerade 1000 Gold auf einmal bekommen. Über 1000 Gold auf einmal. Das ist so viel. Wir könnten auch wieder Storage upgraden, aber ich hatte tatsächlich bisher noch kein Storage-Problem, muss ich sagen. Deswegen, nee, warum sollte ich? Kann ja einfach chillen. Wir holen uns jetzt... Ja, lass uns direkt mal ein Radeon 6 Case holen. Real Talk, wir müssen ja den Rest nicht so krass machen, aber erstmal ein Radeon 6 Case und den Rest können wir ja jetzt wieder mit dem Zeug hier auffüllen. Mit diesem Motherboard hier, es muss ja nicht so krass sein. Da 120 Watt ist ja auch okay. Dann Prozessor, ich muss ja nicht immer nur gleich starke Komponenten benutzen. Das Gehäuse kann ja auch mal stärker sein. Ich kann ja auch mal einen guten RAM-Riegel, einen 128 GB RAM-Riegel nehmen und dann 3 schlechtere oder so.
Das ist ja auch möglich. Dann kann ich hier zum Beispiel jetzt zwei wieder von den schlechteren Festplatten nehmen. Aber ich hätte gerne eine krasse Grafikkarte, aber nee. Das wäre dann die erste RGB-Grafikkarte einfach. Oh mein Gott, einfach eine RGB-Grafikkarte. So krass. Nee, wir gönnen uns jetzt noch eine von denen hier. Dann können wir uns von den Fans zwei, einen von denen hier und drei von den anderen, damit wir einfach einen noch krasseren PC bauen. Und 4500 kostet der. Okay, nee. Dann holen wir uns noch einen von diesen coolen. Jetzt haben wir wieder 1300 Gold übrig, aber das ist ganz okay. Das heißt, wir gehen zurück in unser Häuschen hier direkt mal und bauen den nächsten PC zusammen. So, Radeon 6 Case. Und das ist jetzt mal ein... Oh, es ist sogar ein RGB Case. Wie wäre es mit Orange? Orange? Orange-Weiß, ja. Ich habe gerade überlegt, über Weiß-Orange oder Orange-Weiß. Lass Weiß-Orange machen. Ich denke, Weiß-Orange könnte ganz cool aussehen. Dann dieses Motherboard... Weiß-Orange. Ich glaube, Weiß-Orange... Ja, Weiß-Orange wird halbwegs cool aussehen. Nicht wirklich cool, aber halbwegs hoffentlich. So, Alienworks-CPU, alles reinballern, was wir haben. Da 128 GB RAM-Stick. So krass. Den rein. Weiß-Orange. Hier Weiß-Orange. Ganz normal. Den nächsten RAM-Stick auch wieder rein. Jetzt haben wir in unserem PC... 128 plus 3 mal 64 GB RAM. 320 GB RAM. 320 GB RAM, das ist schon stark. Ich hätte auch gern 320 GB RAM in meinem PC. Ich habe aber nur 64 GB, was auch schon sehr, sehr viel ist, muss man sagen. Es ist nicht wenig. Hier Fans haben wir noch ein paar. Bam und bam. Und der PC ist jetzt schon 11.000 Cash wert einfach. Einfach schon 11.000 Cash. So, jetzt noch den Cooler rein. Hier, und der PC ist fertig. Diese RGB-Elemente versauen es ein bisschen, finde ich. Das lässt das Weiß-Orange nicht so gut zur Geltung kommen. Aber wir haben einen PC, der 14.800 wert ist. Und den nenne ich jetzt einfach mal 14.799, würde ich sagen. Dann müssen wir jetzt wieder den Diamond-PC... Oh, das ist der letzte... Okay, noch nicht ganz. Keine Ahnung, was das für ein PC sein soll. Der muss weg. Du musst weg, Bruder. Und 14.799 kommt jetzt hier hin. Und der ist sogar 15.000 Gold wert. Und wir haben jetzt 9.000 Cash. 9.000 an Gold. Wir machen so viel Gold hier. Das war's jetzt aber auch mit dem Video. Schaut jetzt noch bei diesem coolen, eingeblendeten Video vorbei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.